Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier und schauen zu, wie die Maschinen ihre Arbeit verrichten. Und mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen. Die Hälfte der Tanks ist leer. Was grundsätzlich mal ja nicht schlimm wäre, wenn nicht irgendwie gleichzeitig unser Tank immer leerer würde. Also hier hinten ist auch schon weniger drin. Meiner Meinung nach verlieren wir stetig Diesel. Und hier sieht man's. Nach dem Aufstieg haben wir jetzt wieder einen rapiden Abstieg. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir wieder mehr... Ich hab ein Haar im... Wir müssen schauen, dass wir wieder Öl herkriegen, denn unsere Maschinerie scheint zu viel zu benötigen fürs Erste. Ich weiß jetzt nicht, ob die Tanks hier... ob wir nicht genug Öl nachkriegen, weil eigentlich müsste sich jetzt das dann gut verteilen. Ich glaube eher, dass unsere Maschinerie aktuell zu wenig ist. Das wäre natürlich blöde. Deswegen will ich eigentlich gerne nochmal hier eine ordentliche Kopie machen. Wenn ich alles bis hierhin kopiere, sollten wir groß... teils keine Probleme haben. So. Wie schaut das mit dem Gas aus? Volle Leistung, perfekt. Hier hat sich auch noch mal ein Rohr nicht verbunden, wie es ausschaut. Auch noch mal angesteckt. Dann sollten wir in kürzester Zeit wieder ein bisschen höher die Produktion halten können. Und wieder herrichten. Wir haben keine Forschung ausgewählt? Please, what? Aber wir haben bis jetzt noch kein Mais gefunden, ne? Zurück. Wir befinden uns aktuell hier. Tankstelle 2. Dies und das hier. Wenn wir das erforscht haben, können wir auf die großen Lager wechseln. Da brauchen wir aber schon ein drittes Forschungsbüro für. Und dann kommen wir auch schon zu den nächsten großen Anlagen hin, zu Biodiesel zum Beispiel. Aus Sojabohnen können wir dann Speiseöl und Tierfutter herstellen oder aus Ethanol. Ethanol kriegen wir aus was? Gärtank. Aus Maisbrei, Sauerstoff macht er Ethanol und Kohlendioxid. Maisbrei. Wo krieg ich denn Maisbrei her? Interessant. Unsere Kohlemine läuft weiter und unsere große Produktion hier scheint ja gut anzulaufen. Ich glaube, da waren wir letztes Mal auch stehen geblieben. Dass wir hier eine Vorproduktion hergestellt haben, die gut läuft. Und auch gut zwischenlagert mittlerweile. Und als nächstes wäre es dran, unsere Produktionssachen herzustellen. Aber was ich mir jetzt erst gedacht habe, weil es mir eingefallen ist, wir haben hier... Ah ne, da müssen wir schon die roten haben, okay. Dich haben wir schon geupgradet. Ich würde gern gucken, wo wir hier noch zu... eine weitere Produktionsstätte haben können. Das Schiff ist zu stark beschädigt, was? Oh, hier müssen wir reparieren. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gut, dann setzen wir uns doch wieder hier dran.
Haben wir die Flüssigkeitsmodule schon geupgradet? Oder brauchen die dafür auch schon einfach? Brauchen wir auch schon für Rot für? Genau, eigentlich waren wir nicht dabei, gleich Rot anfangen wollen zu produzieren. Und grundsätzlich startet ja alles mal hier in der Produktionsanlage. Abfallsortieranlage, Werkstoff. Wo kriegt denn das her? Ah. Backanlage. Genau, hier ist die Kühlzone. Hier kann ich dann Gase rein theoretisch wieder in Wasser umwandeln. Das müssen wir uns auch vielleicht nochmal anschauen. Ich will aber eigentlich Biomasse. Aha. Fahrzeugdepot 2, nee. Wo war denn der ganze scheiß Produktionshaufen? Warte hier, ich bin bloß blau. Ich glaube, sehr zu blind. Kann es sein, dass ich einfach zu blind bin? Hier. Elektronisch 2, das kostet aber 40 rote. Wenn wir gucken. Einfach brauchen wir Eisen, Holz und Beton. Eisen, Holz und Beton. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir denn? Ich würde mit dem ganzen Jahr hier hinten anfangen. Hier so angesetzt, 3 Stück hin. Dann nach hier unten die Speicher dementsprechend, so wie wir es brauchen. Baut die mal auf. Die kriegen als Info, dass alles aus ist. Dann wird der Freund kopiert, hierhin jeweils. Und dann machen wir die Anschlüsse mal fertig. Alle von den Sachen werden auf Flachlaufbändern angeliefert. So, warte mal, wir machen das jetzt anders. Den Teil nehmen wir weg. Und von hier aus gehen wir so. So. Dann schließen wir dich. Hier an und dich hier. Gut, dann haben wir alles schön an einem Haufen. Die Produktion geht hier rein und geht dann nach da vorne. Danach schließt sich alles zusammen. Und geht auf einen Bond runter. Jetzt schauen wir. Also, für das brauchen wir die ganzen Ressourcen. Dann kriegen wir 4 raus. Und rein theoretisch bräuchten wir ja noch ein Band.
Das braucht aber allein doppelt so lang hergerichtet zu werden. Deswegen bin ich dafür, dass wir dann hier zwei herrichten und dann hier hinten nur noch eins. Dann kann man das Band hier anschließen. So. Und da geht's dann zum Abtransport. Kann ich das da umdrehen? Richtung ändern. Perfekt. Ich tu mal schnell die Infos von denen auf die kopieren. Oh, wir haben jetzt angeblich zu wenig Bewohner. Dann müssen wir eindeutig mal anheizen hier. Dass die dann in Zukunft genug haben. Was auf jeden Fall wichtig ist, am Ende ist hier ein Lager. So. Und an die wird das Ganze angebunden. So. So. Ich habe lieber einen Abstand immer dazwischen. Fragt mich nicht wieso, ich habe da einfach so ein Gefühl, das muss so sein. Wenn der Platz da drüben frei wird, können wir hier auch die Häuser erweitern in Zukunft. Was ich denke, so können wir auf jeden Fall das Lager dementsprechend noch vergrößern. In der Stufe brauchen wir Elektronik und dann hier Stahl. Bedeutet flache Förderbänder. Anschließen. Alles sauber und ordentlich. So. Das ist jetzt wahrscheinlich eine der teuersten Angelegenheiten fürs Erste, aber hey. Bin gespannt, wenn wir loslegen können. Psst.
So. Jetzt haben wir hier die nächste Verbindung. Ich weiß nicht, was er macht, aber... Er hat irgendwie keinen Bock, da wegzufahren. Rein theoretisch außenrum kommen die LKWs noch, also von daher sollte da keine große Problematik sein. So. Dann lassen wir alles mal vorrollen. Dann schalten wir Stück für Stück die Maschinerie an. Was mir gerade noch ausfällt, warum kommt denn da nichts? Warum gibt es kein Eisen? Warum fließt hier nichts? Wir haben kein Eisen mehr. Sag mir das doch einer früher. Ach, Heidewitzka. Bagger weg. Okay, die können auch noch buddeln. Die haben auch noch genug zum Abgraben. So, und die ersten müssten ja dann hier schon reinfließen. Genau, 4. Brauchen wir bloß Eisen, weil jetzt ist unsere Eisenproduktion eingefroren. Das ist natürlich eingeschwunden. Wie geht's? Kohle? Kohle scheint auch nichts mehr zu machen. Kohle hat auch keinen Auftrag mehr. Super. Leute, ihr kriegt einen Auftrag. Buddelt das hier hinten ab. Los geht's. Holt mir die Ressourcen. Wie sollen hier was arbeiten, wenn keine Ressourcen da sind? Ei, ei, ei. Das ist gar nicht gut. Absolut nicht gut. Jetzt habe ich tonnenweise Eisen, Stahl, aber hat kein Eisen mehr. Jetzt muss erstmal die Produktion hier richtig anheizen. Jetzt lassen wir die erstmal hier ein bisschen durcharbeiten. Sollte ja dann hoffentlich bald ein bisschen stehen. Und wenn es dann steht, dann füllt sich auch das Lager wieder dementsprechend. Perfekt, jetzt genau das passiert jetzt. Jetzt geht dann nur noch das nach, was benötigt wird. Kohle sollte dementsprechend auch nachgeliefert werden, damit die wieder arbeiten können. So, die stehen jetzt auch. Bedeutet, dann kriegen die jetzt den Auftrag, die Stufe 2 zu machen. Und kriegst du den Auftrag, die Stufe 3. Dann wird hier gut aufgeteilt. Richtig schön aufgeteilt. Hier ist schon das erste Lager drin. Perfekt. Und da kommen die nächsten raus. Zwei ziehen weiter. Du brauchst eh 4. Wie viel brauchst denn du? Du brauchst 8 Stück. Okay, dann muss der zweimal arbeiten. Dann fängt der an. Dann sollte das ja langsam eich werden. Aber Leute, ich würde sagen, wir schauen mal, was mit dieser Anlage passiert. Was wir hier rauskriegen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Holy shit, sind da schon viele drin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.